Moin, moin, liebe Leute. Ich und der Liemchen sind wieder unterwegs. Heute hat er die Kamera von seiner Schwester mit? Nein. Was wir heute vorhaben, einen kleinen Regenfotowalk, denn wie ihr sehen könnt draußen, wir können gar nichts sehen. Es regnet ohne Ende. Das stört uns aber nicht. Wir sind gut angezogen, ne? Regensachen an. Ja. Ja, Regenstiefel an, ja. Und, oh, wer ist das denn hier? Die kleine Maus ist heute auch dabei. Und genau, so sieht das aus. Wir gehen etwas Lüneburg unsicher machen. Wenn ihr Bock habt, bleibt ihr dran. Und wenn nicht, geht weiter. Ciao. So Leute, wir gehen jetzt hier unsere Runde ziehen, sind angekommen, wie ihr mitbekommt, es regnet sehr stark. Wir suchen uns jetzt unsere Spots hier raus. Ich glaube, Lüneburg hat ein paar schöne Ecken. Mal gucken, was wir hier machen. Ja. Wir haben 2 Stunden Zeit, um uns die Zeit totzuschlagen. Dann treffen wir uns wieder im Auto und dann geht's zurück. Besser gesagt zum Abendessen mit der Familie. Alright, wir sind, sehen uns gleich. No, June, you had a new birth. It's for you, it's all for you. Come on, he is Simeon. And then Gorka, we get on go. Wie bitte? Großer So. Wir sind angekommen in unserem ersten Fotospot. Klitschepitsche nass, wie ihr sehen könnt. Ne? Gerade frisch aus der Dusche. Ich hole gleich mein Shampoo raus. Und wir machen hier unser erstes Bild. Cool? Ja. Hey, hey, hey. Again, don't wanna chase highs when I'm too worn out. When I'm too worn out, so I'm never coming down. Never coming down. Never coming down again. I was born. Leute, wir hatten unser Motiv. Wir sind hier am Bergström Hotel. Hier habe ich und meine Frau unser Hochzeitsabend von unserer ersten Hochzeit, weil wir haben ja 2-mal geheiratet. Einmal standesamtlich und kirchlich. Standesamtlich haben wir hier verbracht und hier die Feier gehalten.
Richtig schönes Hotel, sehr zu empfehlen. Davon haben wir eben diesen Blick, den ich fotografiert habe, nach oben. Da war unser Hotelzimmer drin oder unsere Hochzeitsnachtzimmer, keine Ahnung was das ist. Sehr zu empfehlen, Essen gut, Service sehr freundlich. Geht da mal rein hier, wenn ihr in Lüneburg seid. Kuchen gibt es da auch sehr lecker. Ja, dann haben wir ein paar Fotos hier noch gemacht von dem kleinen Brunnen. Und jetzt versuchen wir weiter zu gehen, mal auf dem Marktplatz. Da. Wir sind schon klitsche nass. Das ist richtig toll hier, ey. Ich habe mich hier eingesprüht hier. Das ist eine Regenjacke, die ich nochmal extra einsprühen musste mit einer Wasserbeschichtung und es hält gar nicht. Also Bullshit. Ne? Das ist nicht mehr das, was es mal war. Eine Regenjacke. Auch so wie der da. Der hat es richtig gemacht. Das Ding ist komplett dicht. Da geht gar nichts durch. Also immer die richtigen Klamotten zu der richtigen Tageszeit anziehen. Wir sehen uns gleich wieder. But I'm way too shy. I can't just go around admitting that it's you I like. I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared I'll fail. I wish that I could listen to the voice inside me, a voice that zur Einschränkung hatte ich auch heute vergessen zu sagen, habe ich nur mein 1224 mitgebracht. So you need a little break, boy. Say you need a little space, yeah, boy. Is it cause you can't be faithful, boy? Hope she's cool, unlike. I'll steal your weekends, no-oh-oh. So you make up shitty reasons for oh-oh. Wanting out, see, I'm not even mad, boy, but I'm confused. Shouldn't you be keeping me at 10 when you're 2? I can't help but feel sympathetic, I do. You think you're bad, boy, but I feel bad for you. Think you're bad, boy, think you're bad, boy, think you're bad. Wir beide sind durch, haben die Frau im Hotel abgesetzt. Jetzt holen wir die Frau ab und das andere Kind und wollen uns verabschieden. Das Wetter hat doch sehr, sehr doll zugeschlagen, mehr als gewohnt, wie ihr seht, durch meine Regenjacke. Alles nass geworden. Falsche Jacke, würde ich sagen. Ne? Liebchen, was sagst du? Ja, das ist... So ist das gewesen. Tschüss. Wir sind raus, verabschieden uns und sagen auf Wiedersehen. Bis es wieder heißt. Moin, moin.